Servus, München. Heute gibt der spanische U21-Nationalspieler sein erstes Interview auf Deutsch. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Hallo, Marc. Hallo, servus. Marc, beschreib dich doch mal ein bisschen. Was bist du für ein Typ, privat, aber natürlich auch auf dem Platz? Auf dem Platz bin ich sehr professionell, strukturiert, organisiert und aggressiv. Ich will mich immer verbessern. Und privat bin ich sehr familiär, einfach und ruhig. Marc, welche Position spielst du denn am liebsten? Meine Lieblingsposition ist natürlich im Mittelfeld, offensiv und defensiv, weil ich viel am Spiel partizipieren möchte und es liebe, das Spiel zu ordnen und zu lesen. Im Mittelfeld, da gibt es bei den Bayern viel Konkurrenz. Wie gehst du damit um und vor allem, wie versteht ihr euch untereinander? Unsere Beziehungen sind sehr gut. Wir respektieren uns. Ich denke, dass das Team bei FC Bayern, wie FC Bayern, immer Konkurrenz gibt. Und das ist gut für uns, um uns zu verbessern. Marc, du bist noch ziemlich jung, hast aber viele Spiele in der Primera División schon gemacht. Inwiefern hat dir das geholfen, dich ja doch auf diese große Herausforderung FC Bayern vorzubereiten? Ich habe mehr als 100 Spiele in der Liga gemacht. Ich habe also schon Erfahrung, wie man ein Team führt und unterstützt. Und das hilft mir natürlich jetzt bei FC Bayern. Mit Thiago, der hat natürlich große Fußstapfen hinterlassen als Mittelfeldspieler beim FC Bayern. Würdest du sagen, in Marc Rocca, da steckt auch ein bisschen Thiago oder bist du ein ganz anderer Typ? Ja, Thiago ist ein Superspieler. Ein Beispiel, dem man folgen kann und will. Aber Thiago ist Thiago und ich bin Marc Rocca. Ich bin hier zu lernen, mich zu verbessern. Und ich arbeite immer dafür, wichtig für das Team zu sein. Marc, seit gut einem halben Jahr bist du jetzt beim FC Bayern. Beschreib doch mal deine ersten Eindrücke und was für dich diesen Verein so besonders macht. Für mich ist der FC Bayern eine der größten Teams im Fußball. Aber trotzdem sind die Strukturen sehr familiär. Alles hier hat ein Top-Niveau. Und ich freue mich schon darauf, im Bollenstadion vor den Fans zu spielen. Werfen wir einen Blick auf die Bundesliga. Wie schätzt du die international ein? Für mich ist die Bundesliga eine Top-3-Liga. Deutsche Mannschaften spielen international sehr gut, immer. La Liga ist technischer und taktischer, aber die Bundesliga ist stärker in der Intensität und im Box-zu-Box-Spiel. Wenn du deine Karriere bis jetzt anschaust, was sind bis jetzt deine Karriere-Highlights gewesen? 2019 habe ich mich mit Espanyol nach 20 Jahren wieder in die Europa League qualifiziert und mit Nationalmannschaften Spanischen. U21 haben wir Europameisterschaft. Gegen Deutschland gewonnen. Ja, das war hart für uns, aber gut für euch in dem Fall. Kommen wir zurück zum FC Bayern. Was sind denn hier deine persönlichen Ziele? Meine persönlichen Ziele hier sind zu lernen, mich zu verbessern und das Team zu helfen. Und natürlich, ich will mit der Mannschaft auch Titel gewinnen. Das sind schon mal ganz gute Ziele. Ich finde, du sprichst schon sehr gut Deutsch. Wie hast du dich denn hier eingelebt in den letzten Monaten? Ich bin sehr glücklich hier. Das Leben gefällt mir sehr gut. Ich mag die deutsche Mentalität und die Leute hier sind sehr offen, lustig und hilfsbereit. Das ist schon mal ganz gut, also fast wie in Spanien. Nimm uns doch mal mit, beschreib so ein bisschen deine Freizeit. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Also jetzt, Corona hat unser aller Leben ja verändert, aber auch vor Corona. Wie schaut's aus? Familie ist für mich sehr wichtig. Vor Corona haben wir viele Ausflüge gemacht und schöne Plätze besucht. Jetzt bleiben wir zu Hause. Gucken zusammen und sprechen viel miteinander. Mm.
Marc, ich habe es vorhin gesagt, das ist dein allererstes Interview auf Deutsch. Wie ist es denn für dich, die Sprache überhaupt zu lernen? Deutsch zu sprechen ist sehr wichtig für mich. Ich möchte sehr schnell gut sprechen und verstehen. Kommunikation ist einfach wichtig für ein gutes Leben und um persönliche Beziehungen zu haben. Deutsch ist eine schwere Sprache, aber ich bin motiviert und ich habe einen super Lehrer. Sehr gut, das sind die besten Voraussetzungen. Sag uns, was war dein erstes deutsches Wort? Servus. Servus. Servus ist sehr gut. Gibt es denn Wörter auf Deutsch, die du ganz besonders lustig findest, wenn du sie hörst? Ich weiß nicht, vielleicht Deckungsschatten. Kannst du es nochmal sagen, bitte? Deckungsschatten, ja. Das Wort existiert nicht in Spanien. Okay. Marc, zum Schluss, da stellen wir immer jedem Spieler die gleiche Frage. Das ist jetzt deine Abschlussfrage. Was bedeutet Mir San Mir für dich? Für mich, Mir San Mir ist Familie, eine gewisse Mentalität, eine Obligation mit dem Club und den Fans und natürlich gewinnen, gewinnen und gewinnen. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das war ein schönes Schlusswort. Marc Rocker, vielen Dank für dein erstes deutsches Interview und alles Gute hier. Und von uns war es das auch schon wieder. Schön, dass ihr alle dabei seid. Tschüss.